Die größte Problematik bei Unfällen mit Kindern ist nach wie vor der Seitencrash. Der Seitencrash tritt zwar nur halb so häufig auf wie der Frontcrash, allerdings ist die Unfallschwere viel intensiver. Sprich, wir haben mehr verletzte und mehr getötete Kinder als beim Frontcrash. Warum ist das so? Kinder schlafen bei längeren Fahrten im Fahrzeug gerne ein. Was passiert da? Das Kind, die Körperspannung des Kindes fällt weg und das Kind fällt nach vorne und verlässt sozusagen die Schutzzone des Kindersitzes. Bei einem Seitencrash ist das Kind dann den Kräften des Unfalls ungeschützt ausgeliefert. Die Cybex-Kindersitze bieten neben dem linearen Seitenaufprallschutz noch ein weiteres weltweit patentiertes Sicherheitsfeature, nämlich die neigungsverstellbare Kopfstütze. Wird die Kopfstütze nach hinten verstellt, so kann der Kopf des Kindes auch nach hinten sich anlehnen. Was passiert dabei? Der Schwerpunkt des Kopfes geht hinter die Wirbelsäule des Kindes. Dadurch wird auch dieses gefährliche nach vorne Fallen des Kindes verhindert und der Körper und der Kopf des Kindes bleiben so in der Schutzzone des Kindersitzes. Angenehmer Nebeneffekt ist noch die bequeme Schlafstellung des Kindes, wodurch das Kind auch entspannt die Autofahrt genießen kann.